Es ärgert sich der Weihnachtsmann, dass er sich nie rasieren kann. Es steht ihm so ein Vollbart zwar, doch macht er älter um 10 Jahre. Auch darf er nie sich anders kleiden, sonst würde seine Marke leiden. So rote Mäntel sind längst out, doch er darf nie aus seiner Haut. Der Rentierschlitten ist zwar nett, viel schöner wäre eine Korvette, doch damit darf man ihn nicht sehen, sie bleibt in der Garage stehen. Zudem ist gänzlich unbekannt, dass er laktoseintolerant, weswegen vielen es sehr stinkt, dass niemals seine Milch ertrinkt. Auch Kekse kann er nicht mehr sehen. Drum lässt er diese lieber stehen und auch das ewige Ho, Ho, Ho macht ihn nicht seines Lebens froh. Es warnt ihn deshalb sein Agent, dass bald ihn niemand mehr erkennt. Du musst dir gründlich überlegen, wie du kannst dein Image pflegen. Doch er sagt, das ist mir egal. Das Weihnachtsbusiness kann mich mal. Das Christkind hat es vorgemacht, ich schmeiße hin, wer doch gelacht. Weil er im Grunde ziemlich scheu, beschließt er, ich erfind mich neu und gründ ein Start-up. Und dann werd ich endlich Programmierer-Nerd. Als Game-Entwickler darf ich dann endlich zeigen, was ich kann. Statt nette Päckchen herzurichten, erfind ich epische Geschichten. Ich ändere meinen Speiseplan, in Zukunft esse ich vegan. Ansonsten lebe ich entspannt als Hipster, gänzlich unbekannt. Und wenn die Weihnachtszeit beginnt, freu ich mich wie ein kleines Kind. Denn mich geht das dann nichts mehr an. Sucht euch einen anderen Weihnachtsmann.